Sehr gut. Und zwar sehen wir hier den Verlauf der Körperenergie und der Zellenergie über die Jahre des Lebensalters. Also hier links, wo MV100 steht, hier oben links, seht ihr meine Maus auch? Nee. Nee. Okay, macht nichts. Also oben links, wo der rote Balken anfängt, da steht 100 Millivolt. Also 100%, es sind 100% im Prinzip Energie. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir das Maximale an Energie. Und alle 24 Jahre, das sind also hier oben, wo rot steht, 0, 24, 48, 72, 96, nach rechts rüber. Alle 24 Jahre verlieren wir 10% unserer Zellenergie. Also nach 24 Jahren haben wir noch 90%. Nach 48 Jahren haben wir noch 80%. Und nach 96 Jahren haben wir nur noch 60% unserer Körperenergie. Und das ist von der Natur und vom Organismus so vorprogrammiert. Also das ist der Lauf des Lebens. Und darum sterben wir irgendwann alle. Und das biologisch, physikalisch berechnete Alter, was wir alle erreichen können, ist 96 Jahre. Alles drüber hinaus ist toll, kann vorkommen. Dann ist der Körper einfach halt besonders fit und gesund ernährt und fit, viel Bewegung gemacht und so. Und wir können aber auch natürlich deutlich früher sterben. Nicht nur durch Unfälle, sondern auch, weil einfach halt viele andere Faktoren diese Grundprogrammierung noch beeinflussen. Kennen wir ja alle. Zu wenig Schlaf, zu wenig Sport und dann andere Probleme, psychische Probleme. Und dadurch wird halt dieser Energieverlust noch zusätzlich beschleunigt. Aber theoretisch könnten wir alle 96 Jahre alt werden. Und dann aber eben, wenn wir unter 60% der Körperenergie fallen, dann kann der Körper noch funktionieren, muss es aber nicht. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, was auch das Hauptthema des heutigen Abends ist. Es gibt dank des Professors Kempe eine neue Technologie, die hier einen entscheidenden Einfluss nimmt und diesen Energieverlust verändern kann. Und das verrät euch jetzt die liebe Marina. Also die nächste Stufe, wo jetzt auch jeder Haushalt Zugriff hat zu und auch wir jetzt schon die ersten Behandlungen gemacht haben, hier sprechen wir auch von 45 Minuten, um das gleich vorweg zu machen, ist der Begriff Rulax 62 Biodynamik. Und es ist so, dass im Universum alles in einer Vorwärtsbewegung unterwegs ist, ja. Und das ist das, was wir auch mit unseren Zellen erreichen müssen, mit unserer Zellteilung, dass einfach alles vorwärts in Bewegung ist, dass wir die Energie dafür haben und die Zellerneuerung stattfinden kann. Und dafür braucht es dieses Stopp für Stress, also dass wir die Ruhe wieder nach vorne setzen. Und so kommt auch der Name zustande, Ruhe und Relax, diese Verbindung, ruhig zur Ruhe kommen und relaxed sein, ja? Und dann gepaart mit dem Wissen über Gesundheit. Und das ist eigentlich diese Botschaft der akustischen Information, die transportiert wird und damit natürlich die Falschinformation von Stress und Unruhe, also das Gegenteil, aufgelöst wird. Und das ist so ein bisschen das, was ich total genieße und was auch in der Umsetzung her besseren Schlaf und solche Sachen mit beeinflusst und dann auch unsere Energie hochhält, wie Johannes es eben schon gesagt hat, ne? Ja, und da natürlich die Botschaften der 62 chemischen Elemente als Grundlage drunter, ne? Ist, glaube ich, alles so. Deswegen diese biologische Dynamik, die dann wieder stattfinden kann, in der Vorwärtsbewegung in die Entfaltung zu kommen und die Erneuerung der Zellen eben zu schaffen. Genau. Super, so ist es. Vielen Dank. Und hinter diesem Rulax 62 Biodynamik-Stick hier steckt auch eine sehr interessante Technologie. Und zwar haben viele von euch vielleicht schon vom sogenannten morphogenetischen Feld gehört. Das hat der Rupert Sheldrake erforscht und auch ausformuliert und so. Und die ganz einfache Form davon zum Erklären ist, dass also wir alle und alles Leben auf der Welt miteinander verbunden ist, in einem großen universellen Bewusstsein und Wissen. Und es gibt da auf YouTube einige ganz tolle Videos dazu, wo das erklärt wird, wo man zum Beispiel sieht, dass ein Hund, der bei der Oma zu Hause in der Wohnung wartet, während das Frauchen einkaufen geht. Da haben die dann gefilmt, wie also das Frauchen mit dem Taxi eine halbe Stunde in die Stadt fährt und dann halt ungefähr 2, 3 Stunden beim Einkaufen ist, beim Shoppen und dann wieder zurückfährt. Und man sieht dann gleichzeitig, was der Hund zur gleichen Zeit macht. Und am Anfang sieht man halt, der verabschiedet das Frauchen und legt sich nach ein paar Minuten dann neben die Couch von der Oma und bleibt da liegen und schläft da. Und als dann das Frauchen quasi
beschließt, so, ich fahre jetzt zurück, haben alles eingekauft und sich ein Taxi ruft zum Zurückfahren, steht der Hund auf, zum gleichen Zeitcode, man sieht genau die gleichen Zeiteinblendungen, und steht der Hund auf, läuft zur Haustür und wedelt mit dem Schwanz. Obwohl die aber noch eine halbe Stunde braucht und er kein Auto hören kann und nichts, weil er einfach weiß, die kommt jetzt. Und da gibt es ganz viele Beispiele dafür. Und das ist total spannend und geht auch über die Zeit hinweg eigentlich. Also da sind auch Informationen von Ahnen drin, auch Sachen von der Zukunft. Es ist einfach ein großes, großes Wissensfeld, total spannend. Und der Professor Kempel hat das eben noch erweitert und auf das Zellbiologische und auf unsere Zellen und unseren Körper angewendet und hat deswegen das sogenannte morphoenergetische Feld gegründet bzw. aktiviert. Und das funktioniert im Prinzip durch die Geburtsfeldenergie. Also wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir alle da, wo wir auf die Welt kommen, zu dem Zeitpunkt eine ganz spezielle Energie. Und die ist unsere Lebensenergie quasi. Die ist dort an dem Punkt für uns da und die beeinflusst auch, wie wir uns entwickeln, wie wir leben, wie lange wir leben. Und darum ist es immer, wenn man an den Punkt der Geburt zurückkommt und dort eben ja hingeht, örtlich, physikalisch, dann ist es wie ein Energieschub, den man da kriegt. Aber man kann natürlich nicht immer, weil man auch weggezogen ist oder woanders wohnt inzwischen oder so, kann man nicht regelmäßig immer zu seinem Geburtsort zurückkommen. Und durch dieses morphoenergetische Feld ist quasi dann die Möglichkeit, dass man mittels der sogenannten Bio-Blockchain sich, egal wo man ist, in dieses Geburtsfeld eindocken kann und sich diese Energie wieder verfügbar machen kann. Und die sogenannte Bio-Blockchain, das ist auch ein Patent, was er eben angemeldet hat, also viele kennen ja Blockchain so aus diesem Kryptowährungsbereich und von Bitcoin und so. Und rein technisch ist es einfach halt eine Zusammenschaltung von mehreren Computern, die sich nicht kennen einzeln, aber die trotzdem miteinander verbunden sind und die vor allem halt, damit eine Transaktion stattfinden kann, jeder Einzelne zustimmen muss. Und erst wenn alle gesagt haben, ja, okay, ich stimme zu, dann kann eine Kryptowährung transferiert werden. Und auf uns Menschen übertragen, sind wir alle ja eigentlich auch biologische Maschinen sozusagen. Und wenn wir uns alle miteinander vernetzen, dann entsteht eben hier ein ganz starkes Energiefeld. Und das ermöglicht eben durch die Programmierung von den Geburtsfelddaten dann, dass wir unsere Geburtsfeldenergie nutzbar machen können. Und das funktioniert mittels einer großen Antenne. Jetzt gebe ich meinen Bildschirm gleich nochmal frei. Moment, muss ich das Bild erst aufmachen. So. Jetzt, dann seht ihr das nämlich mal hier. Jetzt müsstet ihr es sehen. Und zwar seht ihr hier Little Stonehenge. Das ist tatsächlich ein 1:10 Nachbau von Stonehenge. In genau gleichen Aufstellungen, gleiche Ausrichtung. Total spannend. Und in der Mitte, ich vergrößere das gerade mal, in der Mitte seht ihr hier, also hier, diese Antenne. Und die hat vor ja, gut einem Vierteljahren sowas, dieses morphoenergetische Feld, die Bio-Blockchain, aktiviert. Und von da an ist dieses Feld jetzt aktiv und breitet sich immer weiter aus, ähnlich wie unser Universum. Urknall und dann wird es immer größer und größer und größer. Und so ist das bei diesem morphoenergetischen Feld jetzt eben auch. Und nach inzwischen über einem Jahr hat der Professor Kempe die Antenne nochmal verstärkt, nochmal mit 2000 Tesla-Spulen und Windungen verstärkt. Und jetzt eben mache ich meinen Bildschirm wieder zu.